Da sind wir wieder zurück hier bei The Witcher 3. Herzlich willkommen in Moiseks zweiten Geheimlabörchen hier. Auf den Inseln von Skellige. Gucken wir doch mal. Yennefer hat die Maske gefunden. Und mein Ton ist zu laut. Warte mal. So, schon angenehmer. Ich sehe da hinten ein Golem. Das gefällt mir nicht. Yen. Ja. Red mit mir. Endlich. Das geht doch gleich runter, das Tor. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Vorsicht, das Monster erwacht. Tagchen! Alles gut? Ja, du. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Nimm dies! Eine Falle! Wir sind gefangen! Erdgenius! Scheiße! Warte mal hier. Teufelsmöglich. Nur mal gucken, wie die Steuerung ist. Ich komme hier nicht so ganz auf die Steuerung. So, der war so. Durch den. Dann den. Einfach großartig. Holz mal hier mal ein bisschen drauf. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Hilf mir, Geralt! Ja, ja, nochmal! Alter Schlammhaufen! Geralt, hast du das gehört? Nein. Gebrochen. Gas, das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wie geht's hier raus? Wie geht's hier raus? Sieh dich um, bevor das Gas hier uns alle vernebelt. Hallo? Müssen wir die ausmachen? Ja. Interessante Geräusche, was ist denn jetzt los? Es lädt und lädt und lädt, okay. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Mach mal das. Was ist denn jetzt los? Och nö, ich hab das... Lädt das jetzt wieder nach jedem Dialog. Bitte sag mir nicht, dass das wahr ist. Ja, liebe Leute, wir sind hier wieder im Ladescreen. Halt dich an mir fest. Gucken wir, dass ich gleich mal eben schnell... Sonst haben wir sehr viel Zeit, uns zu unterhalten und ich weiß gerade nicht, worüber. Lädt. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht so ein großes Dialogfenster-Gedöns, weil dann kriege ich hier die Krise, wenn das der Fall ist. Oh Gott. Leute. Komm, lad hin, Spiel. Was ist denn los? Wisst ihr was? Wir sind gleich wieder da. Bis gleich! Mir fest! Da sind wir wieder! Das ohne lange Ladescreens. Hoffe ich. Oh, sag ich doch. Verdammt! Ich habe ein Loch in mein Kleid gerissen. Warte kurz, ich muss es stopfen. Oh, du weißt, wie man näht? Ich bitte dich. Ich werde eine Nadel verzaubern. Wir gucken. Warte. Worauf? Wir müssen mit Krach sprechen. Warum? Glaubst du, er vermisst uns? Denn ich habe dich vermisst. Jetzt ist das Video FSK 18. Ich hab dich auch vermisst. Was ist denn da?
Wann wirst du dieses Stück Müll endlich verbrennen? Mein Herz würde es nicht verkraften. So viele Erinnerungen. Verdammt, Geralt. Hast du eine Ahnung, wie viel die kosten? Komm her. Wir müssen uns beeilen. Krach wartet schon. Ach, wirklich? Boah, so einfach mal. Mhm. Und bei euch so? Alles? Muss ich da jetzt einen Zensurbalken drüber legen? Mensch, Leute! Lass die Mähne los. Ich kenn dich doch. Ich lass los und du wirfst uns ab. Lass es bleiben. Was habe ich da angeklickt? Meine Güte. Pack die Nippel ein, ich habe dich vermisst. Das ist kalt. Ich hab dich auch vermisst. Wir sollten zurück zum Fest. Boah, noch größer geht der nicht in die Kamera, oder? Dreh dich um. Nippelalarm. Krachan Kreht hat nach euch gefragt. Wir waren draußen, für ein wenig frische Luft. Gut, schön, dass ihr zurück seid. Die Thronanwärter werden gleich vortreten. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Kenniges Thron zu besteigen. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Du lernst an dem. Kann doch sein. Ja, hab ich mir gedacht. Damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug ist, um Mordlach zu töten. Möge der Beste oder die Beste gewinnen! Das wird spannend, würde ich sagen. Ich könnte das jetzt mal wieder weitergehen hier. Ich möchte noch ein bisschen was sehen, oder? Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Wird ja auch Zeit, ne? Wir haben ja... Oh, wie ist das hell? Haben genug Zeit im Keller verplempert. Geralt. Ja. Wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Anstrengend, ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer,
Dann sagt's mir. Nehme ich alles. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Nehmen wir doch mal das. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Und Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Jawohl! Kann uns Moissac mal kreuzweise. Muss ich mit ihm reden? Mit wem muss ich reden? Mit Moissac? Nö, ach, danke. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Krieg ja auf die Fresse. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Wo fangen wir denn mal an? Was ist mit Ceres? Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Ceres? Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die... Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Mhm. Also, ganz viele Aufgaben wieder, die wir jetzt haben. Riesen, die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ist ja nicht so, als wenn wir genug zu tun haben. Nein, wir müssen jetzt wieder quer durch alle Lande laufen. Und in Novigrad ist ja auch noch so viel offen und die DLC sind auch... Oh, boah, Leute, das kann dauern. Oh Gott. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Gut, dann helfen wir doch mal, wie immer. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzgellig ist. Oh, ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Okay. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Kann man erfolgreich nennen? Ja,
Vor allen Dingen in den Kellerkübel. So, jetzt haben wir endlich mal Redepause. Wir dürfen wieder. Stufe 21. Oh, Leute. Wir haben 3 Punkte, die wir noch verkaufen müssen. Verteilen müssen. Wann kommt denn hier? Ab 22 kriegen wir wieder einen neuen Punkt. Vitalität um 500. Boah. Haben wir das? Haben wir nicht, ne? Präzision. Schnelle Angriffe. Voll. Können wir hier noch irgendwas? Oh Gott, 71. Ach, das ist unser Gedöns hier. Ist die Frage, ob wir uns noch schon irgendwas raussuchen, was wir da machen können. Wir brauchen noch 9 Punkte dafür. Werden sofort um die von Anzahl verfügbar. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Das mit dem Unsterblich. Das setzen wir nämlich als nächstes dann hier rein, weil 500 Vitalität, da kriegen wir nochmal was zu. Oh, wir müssen demnächst noch hier auf was Grünes gehen. Um hier nochmal mehr rauszuholen. So. Triff Yennefer. Ja, ganz sicher noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch so... Oh, hier haben wir auch noch so... Alter, Leute, das kann dauern. Das kann dauern, das kann dauern, das kann dauern. Was haben wir denn hier? Frage der Taverne noch und Vic und dem Eisriesen. Dann düdeln wir auch da erstmal rüber. Können wir? Können, glaube ich, nicht springen. Ganz oh, Vorsicht! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss vorbei. Ich bin Geralt. Komm ich hier? Das Phantom von Elf. Was ist das denn? Achso. Ja, das wollen wir doch noch gar nicht, Leute. Wir müssen ja auch noch ganz viel... Kann ich da jetzt nicht hier... Zack. Oh ja, gar kein Grün hinsetzen. Frage in der Taverne Neuhafen nach Undwig und dem Eisriegel. Segel zur Insel Undwig. Wir können es ja schon mal alles anquatschen und dann... Müssen wir diese Insel erstmal erkunden. Die große. Oh, das kann dauern. Schnieke Hänger. Oh. Entschuldigung. Oh, ist das schön. Das sind Schiffe. Oh, und da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, ich sehe Wale. Da habe ich richtig Lust drauf. Ein Druide. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mume. Okay, Mumen sind jetzt nicht so meine Freunde. Und wer ist das? Auch das ist eine Sache, die mich interessiert, ob wir irgendwann die Mumen nochmal treffen. Ich würde ihn ja gern mal so eine Lektion mit dem Silberschwert erteilen. Ist das schöne Musik. Musik. Das ist schön. Guck mal, die bauen Siffe. Siffe. Siff Ahoi. Wir segeln! Hast du die Pläne gesehen? Mhm. Ein seltsames Landschiff. Ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du genau. Essen hält gesund. Es war ein Glück. Zeig mir das Herz. Essen ist super. Mach unsere Jungs nicht wütend. Gibt gleich auch wieder was Schönes bei mir. So, klopf, klopf. Ich komm rein. Inge hat die Zukunft deines Sohnes vorausgesagt. Ja, sie hat seine Nadel. Was willst du? Reden! Ich suche nach Leuten von Undwig. Die sind tot. Ich habe gehört, dass viele überlebt haben. Sturköpfiger Blödmann. Was willst du denn wissen? Warst du dort, als der Riese angegriffen hat? Ja, war ich. Als eine der Leibwachen des Jarls. Ich habe versagt. Hab nicht an das geglaubt, was die Priesterinnen sagten. Dass wir bestraft werden. Dafür, dass wir der Erde ihr Eisen rauben. Daraus Rüstungen schmieden, die Leute tragen, um sich gegenseitig zu töten. Dass Freya uns bestraft. Vielleicht haben sie die Wahrheit gesagt. Der Jarl von Undwig. Erzähl mir von seinem Tod. Jarl Harald Hundeschnauze. Seine ganze Mannschaft ist in der Nacht gestorben. Wilma, Wilfried und Wilhelm. Ich bin zu spät gekommen. Hab gesehen, wie der Riese Wilma gegen einen Fels geschleudert hat. Er fiel neben mir runter. Alle Knochen zertrümmert. Krümmte sich wie ein Lachs im Sand. Da war Harald schon tot? Was? Nein. Der Jarl hat wie ein Bär gekämpft. Hat zugestochen, sich geduckt, geschrien, dann wieder zugestochen. Konnte sich aber nicht retten.
Wie konntest du überleben? Zuerst habe ich gehört, wie der Riese die fliegenden Sirenen angebrummt hat. Wenn das mal keine Befehle waren. In der Gefahr sehen manche Dinge anders aus. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wollte dem Jarl helfen, aber eines der Biester hat mich mit den Klauen gepackt und hochgezerrt. Wollte mich ins Nest bringen. Mich zerfleischen. Konnte mich aber aus dem Griff befreien. Bin tief gefallen. Die Landung war hart. Konnte nicht stehen. Das Letzte, was ich sah, war ein Schwarm Sirenen, der sich auf den Jarl gestürzt hat. Aber du lebst. Er jaulte, kreischte, schrie, rief. Dann war es still. Die Männer, die die Frauen und Kinder zu den Schiffen brachten, haben mich bewusstlos mitgenommen und nach Art Skellig gebracht. Also schon mal ein bisschen was für an Informationen. Ich muss los. Sammeln konnten. Reicht das schon? Was? Noch mehr? Wir plaudern einander. Jonas, der Wirt. Ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein. Ich wollte nur reden. So, da. Ich habe gehört, dass Hjalmar hier nach Männern für seine Expedition gesucht hat. Ja, stimmt. Ziemlich mutig. Kam reingestürzt, hat die Schüssel vom Tisch gefegt, ist auf den Tisch gesprungen und hat gerufen: Ich segle los auf der Suche nach Ruhm. Wer kommt mit? Wer will dem Riesen den Kopf abschlagen? Offenbar hat das ausgereicht, um ein Langboot voller Männer zu rekrutieren. Sie haben ihn auf den Schultern rausgetragen und geschrien: Wir holen uns die Schmiede zurück! Wir knüpfen den Riesen an den Eingeweiden auf! Das ist immer ein guter Plan. Hättest du sehen sollen, Hexer! Och, mir sind die Tränen gekommen! Oh. Hjalmar scheint hier ziemlich beliebt zu sein. Er ist Krags Sohn. Schlaues Kerlchen, hat eine gute Mannschaft zusammengestellt. Allesamt gute Trinker und Kämpfer. Als sie weg waren, musste ich Tische und Bänke reparieren. Die Jungs von Undvik, die er mitgenommen hat, waren keine kleinen Fische. Ein Mann vom Tordaroch-Clan hat Hjalmar auf die Idee mit der Expedition gebracht. Der Schiffsbauer, er hieß... Vigi. Genau. Er wollte sich den Spitznamen der Furchtlose verdienen. Bis jetzt nannten ihn alle den Spinner. Ach, das sind so viele Informationen auf einmal in dieser Folge, ob wir die alle behalten können. Sie wollten sich die Schmiede zurückholen? Was hat es damit auf sich? Weißt du nicht, dass die Undviker die besten Rüstungen der Insel geschmiedet haben? Die Schwertschmiede sind auch nicht zu verachten. Weil wir unsere Klingen so schmieden, wie die Zwerge ihre Sihils. Ein weicher, mehrlagiger Kern mit einer harten Stahlhülle. Woher willst du das wissen? Das ist ein Geheimnis vom Tordaroch-Clan. Hab ein paar Zwergenfreunde. Mag sein, aber das Erz aus den Minen von Undvik nicht mal. Tja, keiner hat es. So sieht's aus. Dann solltet ihr drauf aufpassen, sonst. Hjalmar muss einen Plan gehabt haben. Erzähl mir davon. Pläne! Sie wussten nicht mal, wo sie den Riesen suchen sollen. Ich erinnere mich, dass Vigi einen gefrorenen See überqueren und dann in die Berge wollte. Der Riese soll von dort gekommen sein. Vom Frost geweckt, der das Land um den Turm in seinen Klauen hatte. War ein harter Winter. Perfekt für diesen Menschenfresser. Und es wird nur schlimmer. Sogar die Götter. Nun. Göttern rum. Noch einer, der nicht glaubt, dass die Ragnarok bevorsteht. Du wirst sehen. Ihr alle werdet es. Gut, also wieder was dazu gelernt. Mach's gut. Hab dir gern geholfen. Wenn du mehr über Undvik oder den Riesen wissen willst, frag Axel oder Rante dort drüben. Rante. Da gehen wir hin. Der Rante davon. Weißes Haar. Ja. Jemand hat sie auch nicht. Was ist denn gewesen? Ach, Tante. Okay, Tante ist ein interessanter Name. Das sehen wir was, Tante. Ich suche Leute von Undvik. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Ah, echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel am Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arzgelix schon über Undvik? Hast noch ganz anders geklungen, als Hjalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu den Ankrets etwa schon wieder vorbei? Warum? Erzähl mal ein bisschen was.
Javor kommt von da, das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Chalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Mhm. Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte euch einmal begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Oh Gott, davon so viel dazu, dass wir jetzt fertig sind mit dem Gelaber. Oh, da hätte ich ja doch die Taverne ein bisschen gemieden, ne? Ah, mal eine Laberstunde, diese Folge. Diese Sirenen, gibt's davon viele auf Undvik? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Arsch. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit einem Hornwalhorn. Ein Tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Ich muss nach Undvik. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten. Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer. Knapp unter der Oberfläche. Nicht drüber fahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. So wie ich mich kenne. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. Ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen. Sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Boah, das klingt doch... War nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. Mast und Schotbruch, mein Freund, Tante. Das heißt, das... Ah, nee, warte, wir wollen ja noch mal ganz schnell... Tavernwörtchen. Ja. Hallo, willkommen. Ja, zeig mal, was du so hast. Was duftet hier denn so? Karten, wie ich sehe. Hm. Ah, der hat ganz schön viele Monsterkarten. Das gefällt uns doch sehr. Wir als... Danke, dass du Zeit für mich hattest. Schnäppchenjäger. So, daraus. Öffne das Tor. Was guckst du? Ja, ich guck auf die Karte. Ich muss hier ja... Was muss ich hier noch machen? Die Zeugen. Und dann müssen wir... Sprich mit den Zeugen. Na, das machen wir jetzt noch. Was machen wir in der nächsten Folge? Obelisken 34, ein bisschen heavy. Ich würde mal sagen. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Ach ja, hier die schwarze Perle. Da gehen wir noch hin. Ich würde mal sagen, wenn wir in der nächsten Folge sind, machen wir hier so einmal rundherum. Zum Leuchtturm von Eldberg hoch. Und dann haben wir noch den Rest dieser Insel. Ich glaube. Ja doch, da werden wir reiten. Gucken uns die Gegend an. Und hier müssen wir noch hin, überall. Oh ja. Harviken. Ja, liebe Leute. Das ist der Plan, den wir in der nächsten Folge haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser, oder eher fürs Zuhören dieser Quatschrunde. Das war jetzt ja wirklich viel Haut und viel Blabla. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her.
And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.